Hallo und herzlich willkommen zurück. Das Blatt da oben. Oh, komisch. Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crime and Punishment. Und wir sind hier wieder. This is an administrative panel. See what it says. An den Minen. This is an information sign. Watson, you are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea. Very well. Here it is. Juhu! Wir dürfen putzen! We Coal Company. WEA Coal. These mines belong to them. Okay, wir müssen da nicht irgendwie was noch archivieren, untersuchen oder so. Na gut, ich muss einfach nur rausfinden, was denn hier genau passiert. Ups. There is a wooden beam lying on the rails. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. A lightly loaded vehicle came this way. A small vehicle with wooden beams went down this way. Ist ja völlig ein anderer Such als beim See. Ne? Beim See war ja irgendwie mit 7 oder 8 oder keine Ahnung was leere Stelle. Ja, oder war aber eine Schiene, ne? Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Hm? Ich dachte, der glitzert nun. Wir haben es abgeschlossen. Also gut, untersuch das Nebengleis bei Evesham. Nebengleis das hier, ne? Evesham, wir kommen! Los, die Hunde! Oder so ähnlich. So. Dürfen wir jetzt hier... Dürfen wir nicht, hä? Können wir das Nebengleis dann untersuchen? Das ist das Nebengleis. Okay. Hier war wohl mal ein Kran. Also hier sind irgendwelche Sandsäcke. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Und wir haben dieselben beschissenen Spuren. Radspuren? Traces. Let's take a closer look. Wir sind genau die gleichen. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep.
These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Die Frage für mich ist jetzt hier, This road should lead to the town of Evesham. Er kommt hier lang und wohin geht das denn? Dahin führt er auch nicht mehr weiter, ne? Ende Gelände. Schauen wir mal nach. Nebengleis bei Eves, ja, müssen wir noch untersuchen. Irgendwo muss noch was noch sein. Hier können wir auch nicht rein. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Ja, man muss den nur heben und weg halt, ne? Boah. Bin ich gerade wieder erschrocken, ey. Was gibt's hier noch zu entdecken? But I don't understand. This road should lead to the town of Evesham. Nebengleis. Müssen wir mal dem Bahnvorsteher noch mal sprechen, oder? Das Ding ist ja irgendwie kaputt, verrostet oder irgendwas. Da kann man nichts mehr bewegen. Bin irgendwie gerade total doof. Da zum Gebäude können wir ja auch nicht. Hä? Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Mal fragen, den können wir noch mal fragen. Okay. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Okay, da hat also jemand wer wieder was gestohlen. Ach du Kacke nochmal. Und war das hier Gleis zum Steinbruch? Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Nemin? Oder im Steinbruch? Warte mal kurz. Mine und Steinbruch ist das? Warte mal kurz. Mine? Hä? Steinbruch? Ist ja Mine und Steinbruch ist irgendwie das gleiche. Bin ich ganz doof? Hä? Hm.
Unfall. Die Schilde bleiben rein zufällig an Bord des Zuges. Und das Spiel schmiert ab. Juhu! Haben wir nicht das erste Mal. Wenn ich irgendwie in den Dingen rumwusel, in den wunderschönen Einstellungen, beziehungsweise in den, wir sagen, in diesen Vorhersagen, Vorgedingse, dann macht er mal blub weg und aus. Ich weiß nicht warum. Das Spiel hat es einfach in sich. Das ist einfach ein bisschen wuselig, das Ganze. Also, egal. Wir schaffen das irgendwie sonst auch. Also, kein Ding. Oha. So, fortfahren. Achso, wir können ja auch fortfahren. Uah! Nochmals, ne? Also, Entschuldigung, haben wir jetzt hier, das haben wir nicht gehabt. Ich hoffe, das hält jetzt. So. Passierte Doncaster. Der Zug auf den Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhof. Hat er gesagt, aber halt Geld, ne? Zug kam nie in Evesham an. Er verschwand bereits vorher. In Evesham selbst hat jemand einen Zug dabei eingesetzt. Das war in Evesham. Dann beißt sich das wieder. Ich begreif's nicht, wenn wir hier das hier machen. Irgendwie beides falsch. Was die Mexikaner haben, kürzlich Bargen auf dem See versenkt, vermutlich etwas sehr Schweres zu transportieren. Irgendwie begreife ich das nicht genau. Aktuell ist irgendwie. Ich habe den Durchblick irgendwie noch nicht ganz. Haben wir mehr Hinweise noch? Nur mal so. Sonderwagen. Ja, jetzt haben wir hier schon zwei Sachen. Nun ist die Frage, wie weiter? Was? Der Sonderwagen. The entire train has disappeared. The entire train has disappeared. Aber
Wir haben hier nichts mehr, ne? Und haben wir hier irgendwie... Okay, kommt hier einen anderen Fall vor. Und wir haben jetzt hier irgendwie jeden ausgequetscht. Da müssen wir doch irgendwie noch hier was zusammenkriegen. Ja, dann passiert das hier wieder mit dem hier nicht und dann... Du Kacke nochmal. Passierte, kam nie dazu, kam nie in Chester Bahnhof, er war betrunken und seine Aussage ist zweifelhaft. Yo, das ist auf jeden Fall, da ist ja zweifelhaft hier das ganze Zeug. Da hat er gesoffen und getan, also, keine Ahnung. Hilfe! Manche Fakten können unterschiedlich interpretiert werden. Sie können ihr Bild des Tätergangs ändern, indem sie sich zwischen dem Widerspruch und Hinterlegung entscheiden. Boah. Und wie soll man jetzt hier weiterhelfen? Also irgendwie fehlt da noch ziemlich viel, habe ich das Gefühl. Müssen wir dahin irgendwie noch weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, wie, wo, was, warum. Und die Minen haben wir auch irgendwie alle abgeschlossen. This suitcase contains my archives. Aber sind wir waren in Evesham, ne? In Chesterfield vielleicht, dass wir da irgendwie was übersehen hätten. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, was, aber... Vielleicht irgendwas. Ich fische gerade im Trüben. Ah, will I ever get any peace? The whole train just disappeared. It's unbelievable. Jo, komm mal hier bitte durch. Danke sehr. Ja, das war ja hier, ne? Wir sollen noch rausfinden. Nö. In the Waiting Hall. Gibt's da den Herren noch? Ich hab keine Ahnung, ob's den noch gibt. Nee, hier war wirklich keiner, ne? Nope. Wo war denn hier noch einer? In Bridlington? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber meine Damen und Herren, wir sind hier schon bei 18 Minuten. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und hoffen wir mal, dass wir hier irgendwie weiter wissen. Und vielen Dank fürs Zuschauen.